In der Summe kam es zu 18 Hausdurchsuchungen und 15 Festnahmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 4 davon, die wegen terroristischer Straftaten bereits verurteilt worden sind, 2, die wegen unterschiedlicher Gewaltdelikte verurteilt worden sind, und 2 weitere Festgenommene wurden schon in voriger Zeit wegen versuchten Ehrenmordes in Linz verurteilt. Darüber hinaus gibt es 2 Ermittlungsstränge. Ein Strang führt in die Schweiz, auch da wurden Tatverdächtige bzw. verdächtige Personen festgenommen. Hier ermitteln die Schweizer Behörden in Abstimmung mit unseren Sicherheitsbehörden, sprich mit dem Bundeskriminalamt und mit dem Verfassungsschutz. Es gibt auch noch in ein anderes Land einen Ermittlungsstrang. Da muss ich um Verständnis bitten, dass wir dieses Land noch nicht benennen können, weil es da noch laufende Ermittlungen gerade gibt und auch hoffentlich mit einem Ergebnis, das zu weiteren Maßnahmen führen kann. Wie bereits bekannt ist, reichte das Netzwerk des Attentäters über ganz Europa. Österreich und OE24 liegt nun der Akt jener Verdächtigen vor, die im Zuge der Terrorrazzien im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Anschlag in Wien festgenommen wurden. Einer der Verdächtigen soll mit dem Wien-Attentäter Q-Team F im Juli 2020 in die Slowakei gefahren sein, um die Munition zu besorgen. Es handelt sich hierbei um den 21-jährigen Burak K., der den Attentäter in einem Fußballverein kennenlernt und mit ihm in den IS-Krieg ziehen will. Er sitzt dafür 21 Monate in Haft. Die weiteren Verdächtigen sind laut Österreich-Informationen zwischen 16 und 28 Jahre alt. Sie sind vorwiegend in Wien wohnhaft. 2 Verdächtige haben ihren Wohnsitz in St. Pölten, einer in Mödling. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.